Hast du gewusst, dass wenn ich dir am Morgen früh Blut nehme, dass ich am besten sehe, ob dein Blutzucker normal ist oder nicht? Ich bin Jonas und ich mache die Ausbildung zum Fachmann Apotheke. Für den Beruf braucht man sicher Interesse an Medizin und man muss offen und kommunikativ sein, um mit den Kunden zu reden. Und jetzt zeige ich euch, wie man eine korrekte Blutzuckermessung macht. Für das brauche ich Händchen, Masken, Alkoholpads, das Testgerät, Nadeln und Tupfer. An diesem Beruf gefällt mir die Abwechslung, der Kontakt mit den Kunden und die verschiedenen medizinischen Aufgaben, die man übernehmen darf. Unter der Anleitung meiner Berufsbildnerin übe ich die medizinaltechnischen Aufgaben, wie hier, das Blutzuckermessen. Sobald ich mich dabei sicher fühle, darf ich sie selbstständig am Kunden anwenden. Ich vergleiche das Ergebnis mit dem Normwert und unterbreite es zur Beurteilung der Apothekerin oder dem Apotheker. Ich habe den Beruf ausgewählt, weil man viel mit Kunden in Kontakt steht, aber auch viel über den Körper und seine Funktionsweise lernt. Ihre Werte sind im Normalbereich. Man sieht jetzt, dass sie schon etwas gegessen haben, aber ansonsten ist es im kompletten Normalbereich.